Was geht ab, meine lieben Leute? Heute zeichnen wir Higamaru aus der neuesten Pokémon-Generation. Und ihr liegt mir schon eine ganze Weile in den Ohren damit, dass ich doch die Bezeichnungen der einzelnen Copic-Stifte anzeigen soll. Ja, das mache ich heute mal. Und ich zeige das dann immer am Anfang, die Stifte, die ich für das jeweilige Video benutzt habe, damit ihr euch auch orientieren könnt und die Farben finden könnt, die ihr braucht. Dann los geht's! Ja, wie meistens auch fangen wir damit an, einen Kreis zu skizzieren und darunter direkt noch einen Kreis in derselben Größe. Im oberen Kreis ziehen wir dann noch einen Kreis, der ein bisschen kleiner ist und der unten anliegt. So und zu guter Letzt zeichnen wir ein Fadenkreuz rein, damit wir später sein Gesicht ordentlich platzieren können. So aus dem unteren Kreis bleibt nicht lange ein Kreis, denn in dem Kreis skizzieren wir daraus ein Trapez hervor. Der Kreis sollte uns nur dabei helfen, die richtige Größe zu finden. Unten an den jeweiligen Ecken zeichnen wir noch zwei Dreiecke, wenn man das so sagen kann, für seine Füße. Und hinten erkennt man seinen Schwanz. Eine genauere Erklärung bedarf es dabei nicht. So, dann machen wir gleich weiter mit den Details. Ja, zeichnen wir zwei Ovale für die Augen. In der Mitte auf dem Fadenkreuz zeichnen wir ein Dreieck für seine Nase. Und drunter zeichnen wir seinen Mund. Zeichnet es wie ein D, das auf dem Bauch liegt, und darin dann sein hervorstechender Zahn. So, jetzt kommen Einzelheiten wie die Dreiecke, die in sein Gesicht tragen. Und dann können wir auch schon seine Arme zeichnen, die ihr ganz simpel als Ovale vorzeichnen könnt. Im Grunde haben wir im Groben schon die fertige Zeichnung. Wir müssen alles nur noch nachzeichnen und die Einzelheiten reinzeichnen, wie die, ich sag mal, Grashalme, die aus seinem Kopf ragen oder was das auch ist. Wenn ihr das besser wisst, könnt ihr mich gerne verbessern. Ich denke, das sollen seine Haare darstellen. Naja, okay. Ja, wie ihr seht, sind wir auch schon fertig eigentlich. Wir können dann gleich mit dem Fineliner weitermachen. Heute benutze ich einen Copic Multiliner mit seiner Minendicke von 0,3 mm. Tja, wer das hier nicht erkennt, wie gesagt, am Anfang stehen nochmal die Materialien. Und da könnt ihr auf Pause drücken und in Ruhe euch die Dinge anschauen. Tja, und wieso ich ausgerechnet jetzt mit Igamaro anfange? Tja, das gehört eigentlich zu meinen neuen Vorsätzen. Darauf möchte ich auch nicht genau eingehen. Ich will erstmal schauen, ob das alles funktioniert. Und wenn das alles klappt, dann werdet ihr das schon selber sehen, wohin das Ganze führt. So, nun zum letzten Video, zum Manga-Kurs Nummer 5. Das scheint sehr gut angekommen zu sein. Ich habe super Rezensionen dazu bekommen. Auf meine Frage, was als nächstes drankommen soll, habt ihr mir echt viele Beispiele nennen können oder Ideen, und das macht mir das jetzt nicht gerade einfach. Gestern hatte ich auch noch eine hitzige Diskussion mit Marcel, was jetzt am besten wäre, was man am besten als nächstes zeigen sollte, und zur Auswahl standen dann Falten in der Kleidung, Muskelpartien, Actionposen etc. Und das waren jetzt so die größten Themen, die sehr wichtig sind und die ich auf jeden Fall machen werde. Aber wir sind dann so zum Entschluss gekommen, dass es ja vielleicht besser wäre, uns an die Ordnung zu halten. Wir haben jetzt bei Null angefangen und so machen wir dann auch weiter, bevor wir uns den großen Sachen widmen, wie einzelne Muskelpartien oder Actionposen. Fangen wir doch mit dem simplen Körperbau an. Das erwartet euch also im nächsten Manga-Tutorial. Was sagt ihr dazu?
Fällt euch noch vielleicht etwas ein, was davor kommen sollte, oder können wir in dem Tempo weitermachen? Schließlich möchten wir auch irgendwann mal dazu kommen, wie man eine Manga-Seite erstellt bis zum fertigen Produkt. So, ja, wie ihr seht, sind wir bei Igamaro auch schon relativ weit. Es war schon ziemlich simpel. So, ich hoffe, das Tutorial hat euch sehr weitergeholfen. Und wie immer könnt ihr mir eure Resultate auf Facebook zeigen. Freut mich immer wieder sehr. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Eure Comicwelt und Floxy.